Hey Leute, willkommen zurück zu Demon Loop. Es ist Release-Tag und das heißt auch, dass der Spielstand resettet wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob das in Zukunft noch öfter passieren könnte, aber es ist, glaube ich, immer eine ganz gute Idee, bei Early Access-Titeln da so ranzugehen, immer mit der Möglichkeit zu rechnen, dass sowas passieren kann, weil wenn man das nämlich nicht tut, könnte das ziemlich frustrierend werden. Und deswegen sehe ich das jetzt hier auch relativ entspannt, weil ich schon damit gerechnet habe. Wir machen das jetzt einfach nochmal von vorn, würde ich sagen. Und gucken mal, also es macht schon Laune. Es, wie gesagt, es ist bisher, oder wie ich schon mal sagte, so ungefähr, glaube ich, ein Drittel von meiner Kampagne im Spiel. Das ist jetzt noch nicht so viel, aber das macht schon durchaus Laune. Und ich bin jetzt direkt schon zu weit gelaufen. Ja, das ist ein super Start. Und das ist jetzt auch erstmal alles. Ich hatte kurz überlegt, ob ich das überspringe. Weil die ganzen Dialoge und so hatten wir schon mal. Gut, Spielstand wurde resettet, aber ich habe jetzt dafür 15 Kristalle noch bekommen. Das ist immerhin ein kleiner Ausgleich, bevor ich das noch vergesse. So, wir können den Zug beenden. Und zum letzten Mal wollte ich nochmal sagen, ich glaube, das beste Vorgehen in dem Szenario wäre wirklich am Anfang eine Nahkampfwaffe sich zu holen, den ersten Gegner dann nach Möglichkeit wegmachen zu können, wenn er zu stark wird, aber dann später auf Fernkampfwaffen zu setzen. Ist jetzt alles ein bisschen doppelt gemoppelt hier. Gut, wir brauchen erstmal wieder. Jetzt war ich irgendwie zu schnell. Kann ich Cancel Movement? Genau, ich sollte das einmal nehmen und dann können wir das machen. Dann haben wir wieder ein bisschen Einfluss. Und dann können wir, also wir müssen erstmal wieder auf ein grünes Feld, weil wir brauchen mehr Einfluss. Okay, dann laufen wir nochmal zurück. Das ist alles ein bisschen konfus, weil ich eigentlich schon schneller vorwärts kommen möchte. So, Ehre, Ehre wem Ehre gebührt. Da brauchen wir 4 für, das heißt wir laufen hier hin, dann können wir das jetzt auch nehmen. Und ich mache das jetzt ein bisschen schneller. Wer sich das alles in Ruhe durchlesen will, wer, aber ne, die meisten werden das eh von Anfang an gesehen haben. Deswegen kann ich das jetzt, glaube ich, hier auch so ein bisschen skippen. Gut, dann laufen wir hier hin. Dann sollen wir nämlich mit dir reden. Der Lausius, der gute Lausius. Da haben wir jetzt auch einen Kristall für bekommen. Hätte es auch Off-Camp spielen können und dann an dem Punkt weitermachen, aber ich wollte das halt auch, ne? Schon so spielen, wie es dann auch noch während der Early Access Phase ist und dann auch zu zeigen, ja, okay, Progress kann resettet werden. Wie gesagt, ich bekomme halt noch die 15 Kristalle zusätzlich obendrauf. Aber ich glaube, wir spielen das erstmal noch so ein bisschen. Genau, das ist unsere Basis und wir sollen jetzt hier die Karte spielen, hier aber noch nicht. Wir sollen mit dem Shopkeeper reden, der ist dann hier oben. Gut, und jetzt haben wir nämlich schon insgesamt 21. Und ist halt die Frage am Anfang, ne? Es wird halt auch immer teurer mit jedem Upgrade. Das heißt, es gibt halt auch permanente oder Würfel, die blocken können und auch Würfel, die für Angriffe sind. Permanent Dice for Attacks. Okay, aber ich frage mich nach wie vor, was sind denn schwarze Würfel? Wofür sind die denn gut? Ich würde halt einfach mal mit so ein paar... Also Leben... Das Problem mit dem Leben ist... Also bisher war es ja so, dass wir 3 oder 4 Schaden schon kriegen, wenn wir einmal angegriffen werden. Da bringt es jetzt auch nicht irgendwie dann
von 5 auf 6 Leben zu gehen. Ich würde erstmal... Das ist jetzt die Frage, ne? Ich habe jetzt schon 21, könnte theoretisch auch das hier jetzt mal nehmen. Power wäre natürlich auch schon ziemlich cool. Aber dann, ja, das ist halt die Frage. Ich nehme jetzt einfach mal Attack. Ich weiß nicht genau. Current Upgrade. Aus 1 macht 2 oder wie. Ich weiß jetzt noch nicht so ganz, was das heißt. Wir machen das jetzt erstmal so. Gut. Und dann können wir auch die Basis verlassen. Genau, das kennen wir alles schon. Dann hier mal Practice. Ich hätte eigentlich... Moment. Ist das jetzt sinnvoll, das alles nochmal zu machen? Oder hätte ich... Ich könnte ja, glaube ich, auch schon weitergehen. Also die werden uns auch immer direkt angreifen. Wir brauchen erstmal Holz. Das heißt, wir haben hier... Der steht da natürlich ziemlich blöd gerade. Also ich würde jetzt erstmal... Wobei das passt. Wir können hier hingehen. Dann können wir uns Holz holen. Dann können wir uns Einfluss holen. Dann haben wir direkt schon 2 Einfluss, 1 Holz. Und wir bleiben da erstmal stehen. So, jetzt müssen wir da, jetzt können wir uns hier nochmal Holz holen. Machen wir auch. Und dann laufen wir einfach mal hier hin. Jetzt brauchen wir halt nur noch insgesamt 7 Einfluss. Ich bleibe jetzt da auch stehen. Da gibt es zwar mehr, aber das ist gerade so ein bisschen keine allzu gute Option, beziehungsweise es wäre eigentlich okay. Also wir können jetzt auch, Holz brauchen wir jetzt nicht mehr, das heißt, ich werde jetzt die Karten erstmal nur für Move mitnehmen. Wir gehen jetzt einmal hier hin. Wir können jetzt das einmal nehmen, um dann hier hinzulaufen. Und dann haben wir auch schon gewonnen. Also ich muss mir auch jedenfalls dran denken, ich kann schon auf das Feld von dem Gegner, ich kann halt in dem Moment halt auch das Haus schon benutzen und dann direkt wieder weglaufen. Also es ist jetzt auch nicht so wie in den meisten Spielen, wenn man quasi einen Gegner berührt, dass ein Kampf dann startet. Yay, nächstes Szenario. Genau, jetzt haben wir auch mit dem wir angreifen können. Oder das Upgrade war eben nur dafür da, dass man halt einen Würfel mehr hat im Kampf. Aber wenn ich so irgendwas sehe, was mit Flammen unterlegt ist, denke ich sofort an Feuerschaden. Deswegen, Gut, also wir können... Wir brauchen für Step jetzt nicht so... Also wir können jetzt hier hinlaufen, dann Step benutzen. Genau, das ist ein Minimalwert. Ich will das vor allen Dingen jetzt noch weiterspielen, weil ich einfach noch gucken möchte, was kommen denn da noch für Würfel. Wir haben ja eben schon gesehen, es gibt da auch noch so Blockwürfel. Dich können wir jetzt easy erledigen. So, nächstes Szenario. Dadurch, dass ich ja schon so ein bisschen weiß, wie das funktioniert, sollte das auch alles eine Ecke schneller laufen. Das lese ich mir jetzt nochmal durch, weil Knowledge, gut, ne? Wir können neue Karten damit lernen und damit das Deck in dem jeweiligen Szenario optimieren. Das sind dann also auch nur Karten für das Szenario. Und das hier ist der Codex. Genau, wir müssen erst...
Und die sind dann grün, die man lernen kann. Alles klar. Und alle Karten, die man dann gekauft hat oder die für die Bezahlung benutzt wurden, sie kommen in Discard-Pile. So, dann würde ich das halt erstmal so machen. Dann holen wir uns hier mehr Knowledge. Und jetzt sollen wir wieder alle Dämonen töten. Alle? Den einen? Gut, jetzt haben wir zweimal Knowledge und wir brauchen halt schon... Also das können wir immer noch nicht, beziehungsweise doch können wir. Ganz ehrlich, dann machen wir das doch schon direkt. Da können wir uns gerade nicht bewegen. Aber jetzt haben wir die Karte immerhin schon. Gut, dann würde ich jetzt sagen... Naja, für Step brauchen wir halt keinen Einfluss. Das heißt, wir könnten jetzt hier hinlaufen. Step wieder benutzen. Und dich erledigen. Dann haben wir das nämlich auch geschafft. So, dann hätten wir den Einstieg schon mal geschafft. Wissen wir, wie das funktioniert? Das hat mich gerade nämlich so ein bisschen irritiert, weil ich kann hier ja schon weiterlaufen. Ich weiß nicht, ob das beim Start des Let's Plays schon so möglich war. Aber wir machen erstmal weiter, weil wir kriegen dann ja auch wieder Kristalle dafür. So kann ich mich auf jeden Fall da erst nochmal ein bisschen... das alles besser einordnen, wenn ich das hier nochmal so ein bisschen spiele. Ja, 17 Jahre alt, Demon Hunter. Was bildet der sich eigentlich ein? Wir sind ja total erwachsen. Genau, das ist auch gemeint hier mit wertvollere Belohnung, dass man einfach mehr Kristalle bekommt. Ich weiß nicht, ob es später irgendwie noch andere Belohnungen gibt als Kristalle. Fast Mode. Was macht denn genau der Fast Mode? Ich würde gerne mal gucken und... Wobei, den habe ich ja schon aktiviert. Okay. So, Einfluss. Wir brauchen zwei Ehre. Das können wir mal kurz gucken. Okay, wie war das jetzt? Wie war das nochmal? Wir brauchen... Okay, zwei Holz. Genau. Dafür brauchen wir Holz. Dafür bräuchten wir dann vier Knowledge. Und wir haben nicht vier. Wir hätten... Das kostet aber auch direkt sechs. Ich würde jetzt erstmal noch... glaube ich, gar nichts craften, weil ich nehme das jetzt erstmal hier. Nehme die Karten erstmal für Movement, dann werden wir nicht angegriffen. Können hier noch mal eine Karte ziehen und haben jetzt hier Knowledge und könnten wäre das jetzt die beste Idee? Oder vielleicht erstmal hier Knowledge. Also eine Knowledge-Karte, die uns Einfluss gibt. Craften, weil wir brauchen ja sowieso so viel Einfluss dafür. Ich würde das dann... Dafür reicht es halt jetzt auch noch nicht. Wir stellen erstmal die Karte ja so. Zug beenden. Dann können wir noch eine Karte ziehen. Dann haben wir da nochmal Knowledge. Und wir können auf jeden Fall das schon mal nehmen. Wir können Lazy benutzen oder auch das, um hier hinzugehen. Da noch Einfluss rausziehen und da noch hingehen. Und jetzt haben wir... Ich bin mir da gerade nicht so sicher, was ich da nehmen soll. Moment. Wir haben zwei rote Karten. Beziehungsweise...
ich würde jetzt mal hier produzieren erstmal nehmen. So, wir bleiben da stehen. Und das ist schon relativ praktisch, wenn man hier so drei Karten hat. Jetzt ist halt die Frage, wie machen wir das? Ich könnte jetzt Lazy nehmen, um einmal hier hinzugehen. Dann holen wir uns das. Dann nehmen wir Knowledge, um hier hinzugehen. Dann ziehen wir noch eine Karte. Dann können wir uns Einfluss holen oder... Ich würde das halt benutzen, um hier hinzugehen. Dann können wir nämlich die Karte spielen. War das jetzt eine gute Idee? Ist da gerade überhaupt was passiert? So. Also wir können gerade, wir haben kein Knowledge, das heißt, das geht gerade nicht. Wir haben auch nicht genug Einfluss für Chopwood, das heißt, wir müssten jetzt mal schauen, dass wir kommen halt da auch nicht ganz gut, wobei, das ist eigentlich egal, wir können Chopwood nehmen, dann hier hingehen, das einmal machen, dann Obtain Influence machen, dann haben wir 6 und dann gehen wir nochmal ein Feld zur Seite. So, das wird direkt noch mehr Einfluss geben. Machen wir das auch noch. Dann nehmen wir die Karte, aber dann kommen wir halt auch nicht so weit. Ah, dann gehen wir hier hin, holen uns noch mehr Einfluss und laufen hier hin, können noch eine Karte ziehen. Dann haben wir Chopwood, aber dafür müssen wir auf dem roten Feld sein, auf dem wir uns gerade nicht befinden. Und so langsam muss ich mal einen Zahn zulegen. Ich brauche auf jeden Fall immer eine Menge Einfluss. Alles, was ich einen Einfluss kriegen kann. So, dann haben wir wieder Knowledge. Dann könnten wir die Karte noch herstellen. Dann müssen wir auf jeden Fall... Können wir hier eine Karte ziehen. Dann nehmen wir Lazy, gehen wir dahin und dann... Doch, passt sogar. Okay. So, Chopwood können wir jetzt auf jeden Fall benutzen. Machen wir das schon mal. Jetzt brauchen wir noch ein Holz. Dann haben wir Produce nochmal. Können wir auch nehmen. Und mit Lazy. Lazy ist gerade ein bisschen blöd. Weil wir gehen mal hier hin. Weil noch können wir die ganzen Sachen jede Runde benutzen. Dann spielen wir Knowledge. Dann haben wir hier noch Lazy. Dann können wir hier hin. Nochmal das holen und dann würde ich da erstmal stehen bleiben. So, mehr Einfluss. Wir müssten jetzt mal auf ein rotes Feld. Dann können wir das nämlich machen. Dann brauchen wir jetzt auch keinen Einfluss mehr, sondern können einfach direkt da oben hin marschieren. Bam, und wir haben gewonnen. Gut, kriegen noch 4 Kristalle dafür. Genau, das ist das jetzt mit den Zusatzbelohnungen. Und dann würde ich sagen, machen wir da nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.